Super, das geht Grease. Voll gut. Ich habe den Boden Es lebt. Es lebt. Ich darf das Zeug rausschmeißen. Onkel has left the building. Ben? Hello, my friends. Kid, Junge, ich brauch Platz. Ja, Ben, du musst dann quasi hierher zu uns kommen. Wir sind ein Stückchen, also eigentlich gegenüber von euch. Über das Wasser kurz drüber. Hello. Da bei dem grünen Beacon. Nee, ich glaube, das bin ich, ja. Ja, 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 ja. Aber da, genau da sind wir, ja. Da kommt Anke, die erstmal kacken. Ja, genau. Elke muss erstmal abseilen. Kacken, so viel Zeit muss sein. So, dann, okay, ja, mach mal den Dino da weg. Der folgt deinem Wolf. Dante. Dante. Wer? Wo? Ich seh mal. Elke folgt dir. El Hoppo wurde vom Raptor getötet? Ah, nein, jetzt steht. Pack mal das Ding woanders hin, sonst kann ich dir das Zeug schlecht rausschmeißen, sonst. Wer hat denn mein Stuff von euch? Ich hab dein Stuff, deswegen sag ich, mach mal deine Ecke von meinem Gesicht weg. Sonst kann so, ich kann gerade selber nicht viel sehen, warte. So. Ist gerade ein bisschen dunkel, you know. So, geht das so besser? Ah. Ah. Genau, gut. dein Zeug kommt geflogen. Ist ja auch wie bei Dragon Ball, Alter. Das Päckchen kam ja mehr. Amazon Prime! Alter, mein Gott, hab ich viel Scheiße dabei, ey. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, ist, ne? Man muss halt manchmal, weißt du? Prioritäten setzen. So, Come on and shake that booty for me. Wiggle, wiggle. Jetzt hinrennen. Hallo. Kannst du bis dahin laufen, Alter? Ich guck grad, wie weit ich komme. Man sieht das. Okay, warte. Ich muss schon schwimmen. Okay, jetzt fange ich, glaube ich, langsam an zu floaten hier. Ja, ich floate schon. Ich gehe wieder zurück. Vielleicht dreht er sich rum so. Bam! Weg ist er. Ben weg plus. Elke weg. Ja, ich suche euch gerade. Find euch halt nicht. Wir sind auf dem Wasser beim Bett gewesen. Warte, ich komme zum Bett. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das Bett war. Oh, Ben, ist eine kleine Insel. Ungefähr bei 40. Ja, da ist ein kleiner Stein jetzt 20 gewesen. Achso. 40, was? 40, 20. Ganz links unten weg. So eine große Wasserstelle. Ben, ich sehe dich nicht mehr. Ich bin unter Wasser gerade. Er könnte normalerweise noch in ein bisschen tieferes Gewässer, aber das tut er nicht. Weil hier unten geht's voll runter. Ah, ich bin da. Ah, ich sehe dich. Er kommt da langsam hin. Rückwärtsgang. Das ist das hier. Wer will Stress? Raus geht's voll tief runter. Wer will Stress? Der große Fisch da vorne. Ich hab deine Drachenfamilie dabei, Alter. Kommt der jetzt mit drei Dragons, ich fasse. Ja, ich hab zwei verloren und musste meinen letzten holen, ey. Dass ich beide anderen wieder krieg. Man erkennt den Pro-Gamer. Ja, man erkennt ihn, naja. Ja, wo wollen wir uns denn langschleichen? Also, geradeaus geht's auf jeden Fall ins extrem tiefe Wasser. Da war auch der Sumpf, wo ich dieses komische kleine Flutschi von Dingens geholt habe. Also wenn ihr jetzt da hinten durch die Kohle durchlauft, wo ich jetzt Richtung hinfliege, da sind Piranhas im Wasser. Und zwar Unmengen. Also wir haben jetzt, hinter uns ist quasi der blaue Obelisk. Ja. Wir könnten ja eigentlich mal weiter hier in diesen netten Dschungel rein, oder? Ja, ich bring mal schnell meine Drachen nach Hause. In blaue Lagune. Ich bring schnell meine Drachen nach Hause, ich bin gleich wieder da. Aber wie ihr schon sagte, das sind jede Menge Piranhas. Ja, das sind wirklich verdammt viele Piranhas. Also, ich hab's nicht überlebt, rüber zu schwimmen. Om nom nom. Om nom nom. Hä? Was war das? Ich glaube, das Vieh ist schon weg. Wie geht's denn überhaupt hier rüber, Alter? Wo ist denn hier der nächste Festland hier gegenüber, ne? Ja. Ganz gut. Yay, Level 60. Wupp. Wupp, wupp. Ich glaube, hier muss man. Ah, ne, doch, hier kann man doch herlaufen. Ja. Alter, ich bin schneller als Usain Bolt.
Oh, hier sind wieder T-Rex. Nee, Allosaurier. Allosaurus, das sind die. Lauf. Die schaffen wir nicht. Run, Bitch, run! Sie kommen hinter euch her. Ich bin wieder zurückgelaufen. Hoppo, Vorsicht, 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 Hoppo. Ben, wo bist du? Aber warum lauft ihr denn zurück? Ich bin bei Aaron. Schreck mich doch nicht zurück. Ich bin im Wasser. Oh, ich werde aufgefressen. Ah! Ich lauf zum Ruder des Strand, da war einer hinter mir. Oh, dude! Okay, ich definiere ein in zwei, nee, noch nur ein. Marcel, lauf, lauf, der hängt volle Kanne hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich schwimme einfach, Alter. Okay. Alles klar, Digga. Ja, ich hab's überlebt, ich weiß nicht wie, aber ich hab's überlebt und meine Alles klar, auch. Ich hab sogar den Rex jetzt stehen. Nein, außer unsere. Ja, ich go. Digga. Nein! Okay, da kommt der Rex. Was macht der? Den Rex schaffen wir. Der ist jetzt das kleinste Problem. Ja. Aber er dreht auch gerade wieder ab, glaube ich. Oh mein Gott. Okay. Ja, die Viecher mal. Ja, ein Bett aufstellen, Leute. Macht mir nicht Nee, das Bett steht ja noch. Ich Bett weiß steht ja noch. Ist er noch nicht weit weg? Welches Level hat denn jetzt? Ah, komm, Digga, das ist. Ach, komm, den Mampf mal auf, Alter. Schnauze voll jetzt. Ja, das. So, den Rex, gleich. Den machen wir nass. Ach, den Rex, ja. Ja, ja. Also, ein Allosaurus würde ich halt schon gern tamen, halt, ne? So ein Vieh ist halt übelst mächtig mit diesem Blutungsschaden, als das ja, ist mal stark, ey. So. Okay. Rapti ist aufgestanden. Boah, lass uns mal eben an Land gehen. Der Marcel vögelt den Boden, Alter. Ja. Du bist doch keine Biene, du brauchst die Pflanze nicht zu bestäuben. Hier geht's nur links ran quasi, ne? Boah, dieses Drecksviech da weg, ey. Ja, ich bin eine Blume, eine Biene. Ich bin eine Blume. Ich bin eine Biene. Ich bestäube dich. Das sieht aber aus wie Liegestützen. Ah, das Alter. Oh, der Allosaurier ist hinter mir. Ah, ich bin gleich Matsch. Oh, okay, hier geht's um eine Ecke. Alles klar, da kommen sie. Ich bin unterwegs. Oh, Digga, das ist ein Greif, ja? Uhuhu. Greif. Alter, hier ist ein Greif, der greift uns an, der Greif. Ah, du Scheiße, was ist hier los? Oh, danke dir. Shit, wo kommt er denn? Alter. Ich hab jetzt keine Zeit mit dem Scheiß. Ja, wo ist der Greif? Bei uns ist hier vorne. Position unklar. Genau, Position unklar. Roger. Over. Du musst in die Richtung. Da kommt der Greif. Lauf, Alpha Elke. Ja, Digga, ich hab keine Ahnung, wo ihr seid. Einfach geradeaus fliegen. Die waren irgendwo dort. Den snacken wir jetzt einfach, Alter. Das war nämlich gerade so ein Rumgedrehe jetzt hier die ganze Zeit, ey. Wo ist mein scheiß Drache? Hier, bei mir. Am Marcel Bett, oder geht gerade hin. Nee, Marcel Bett. Holt ihn gerade. Wir kommen jetzt zum Bett. Ah ja, stimmt. Alter, ja, da ist er. Ach, ich bleib sogar drauf. Er ist einfacher, er ist gerade gelandet. Ja. Ist ja gut. Ich will nur dahinter meine Leiche holen. Sind denn die Allos jetzt so weit weg oder sind die immer noch komplett? Ja, die Allos sind weg, die sind weg. Nice. Weiß nicht, wo ich halt jetzt gestorben bin. Endlich. Lass uns mal am Bett alle treffen. Das war ja eine Aktion, ey. Du sagst es, Alter. Das Problem ist auch, ich glaube, Onkelchen, du hast auch nicht mehr allzu lange Zeit. Wir müssten uns langsam mal entweder eine kleine Hütte bauen, wo wir uns dann alle ausloggen. Oder? 20 Minuten noch. Ja, eben. Ja gut, eine Hütte kann man hier natürlich jetzt prima bauen. Wir haben ja, wollte gerade sagen, Ressourcen haben wir. Ich meine, reicht ja erstmal nur eine Strohhütte, oder? Ja, das reicht allemal. Ja. Dann würde ich auch sagen, wenn wir das nächste Mal hier sowas wie ein Spawn bauen, dass wir dann Holz nehmen oder sowas. Ich baue gerade. Und dann hier Dinge. Auch... Wände drumherum machen, dass wir dann halt auch relativ sicher spawnen, dass die Dinos nicht die Dinos nicht hier so ein sowas gleich weg. Klatschen. Was? So. Ja, ein Rex läuft da noch rum. Ja, ich hab auch den Allosaurus jetzt gekillt. Gleich schätzt das Spiel wieder ab. Und den hässlichen Argentavis. So. So, ja, ja. Ich sag mal hier so ein paar Fasern und so. Ich meine, wir können es ja dann trotzdem so machen. Ich meine, Ben ist ja quasi erstmal der Einzige, der dann abhauen muss. Wir können ihr ja könnt dann ja noch weitermachen, ist ja kein Thema. Wir können ja dann hier mal das Bett quasi weiter ausbauen, dann machen wir eine Hütte draus. Und ihr Hütte könnt auch Elke weiter mitnehmen auch. Schon, das ist... Dann hat Marcel wenigstens mal was zum Reiten. Dann muss er genau, dann kannst, Marcel, dann nimm du Elke gleich mit. Okay. Ist auch ein bisschen sicherer.
Na gut, wenn ich übernehme. Ach, schaffst du schon, die passt auf dich auf. Ich hab's doch übrigens dann jetzt. 10 Minuten später, Elke ist tot, Elke ist tot! Ich werde ihn nicht benachrichtigen. Ich auch nicht. Das darf schon derjenige machen, der dafür die Schuld ist. Marcel. Morgen früh um 7 Uhr bimmelt's bei mir an der Tür, Marcel persönlich hier. Hi. Da ist da was passiert? Ich hab auch lecker Brötchen mit, hast gerade Hunger. Aber wenn Wieglord mit seinem Drachen hier ist, dann kann er doch Ben schnell zurückbringen. Ja, kann ich auch. Ja, und wir gehen dann einfach in Richtung Base dann wieder gegeneinander. Ja, ja, deswegen ja. Weil dann ist Ben wenigstens in Sicherheit. Okay, das kann man natürlich auch machen. Oh, falscher. Voll daneben, ey. Wirklich so ein Fußschritt vom Drachen daneben. Ja, ihr könnt Elke ja mitnehmen, dann macht die Bude hier komplett zu. Dann haben wir wenigstens ein geschütztes Baumbett. Dieser hässliche Ben jetzt da. Hier, du Vogel. Bring mich nach Hause, du dumme Sau. Auf Wiedersehen, Ben. Tschüss. Macht's gut, Kinder. Tschüss, Ben. Onkel hat left the building. Ich hoffe nur, der Drachen hat gut gegessen, nicht, dass er ihn während des Fluges, ne? Was zur Hölle? Schmeißt er mich jetzt gleich runter? Warum war ich jetzt in der Luft? Hä? Du warst in der Luft? Weil ich dich da den gegriffen habe. Ja, nee, mit meinem Vieh zusammen? Ja, Mann. Ich stand auf einmal in der Luft, ich so... sorry, warte, ich räume gerade das Inventar meines Drachens. Ich sehe es gerade, hier fallen immer Pakete runter. Ja, Mann, der hat so viel Müll dabei. Hoffentlich hältst du nein. Schön fest. Och, Ridlock, mach doch einfach. Lad deinen Steingolem hoch und fertig. Mein Gott. Wie hat er denn den bitte getamed? Ach, keine Ahnung. Ja, Ridlock bestimmt gar nicht. Das wollte ich gerade sagen, Alter. Ja, Alter, ich komme hier noch voll echt die Cheater. Charaktere hoch. Weil Golem soll relativ schwierig sein. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn der seinen Golem hochladen darf, darf ich meine Brutmutter hochladen. Oh, dann darf ich die, dann darf ich dann und Stein darf ich auch mal eine Eier lutschen, Alter. Spaß. Nein, also so ein Steingolem kannst du ja nur tamen, indem du ja mit dem Raketenwerfer ihm in die Fresse schießt, die ganze Zeit. Alles, woanders du hinschießt, bringt gar nichts, da tötest du ihn mit. Du musst ihm immer ins Gesicht schießen und das dauert. Ist es, ja. Raketenwerfer, alles. Nein! Kevin ist gestorben! Yeah. Nein, warum ist Kevin gestorben? Er war böse! Ist der Name? Ist sowieso schon krass, dass du da hier so einen Level 300 findest. Also, machst du doch nur so, ich dachte immer, hier hast du. Ja, reicht ja an sich. Ja, gut, reicht ja klar. Bleib hier, ist deine Hütte, ne? Hast du noch eine Wand oder soll ich hinsetzen? Nee, mach du, ich hab keine. Okay. Dankeschön! Bitteschön! Ah, ich bin zu Hause! Moin, bitte! Das ging schnell, ne? Jo! Brauch mal eine kleine Kiste. Und das Gras ist, ich kann es mit der Aufbau. Ich bauen, oder was? Ja, ne, mach einen Schrank rein. LOL, für Onkel Ben, Level 67, Dodo. Weil, Schrank kannst du dann mal ein komplettes Inventar reinpacken, falls dann der eine stört. Ne, was? Du? Dieser dicke Fisch ist hier vorne. Ja, der soll jetzt runterkommen, mein Drache, nicht an den Fisch gehen da. 12 oder 13 Videos. Und der dicke Fisch. Ich will mal gucken, ob ich den mit dem Drachen treffen könnte. Naja. Der ist gerade abgetaucht. Oder ich sehe ihn nicht mehr. Welche Richtung war denn der, wo ich jetzt hinfliege, oder? Richtung. Nee, warte, ich komme mal zu dir. Was für Musketiere? Ich bin hinter dir. Rechts. Geradeaus. Nee, das war zu weit rechts. Etwas links. Ah, oh, meine Güte. Ja. Und jetzt ein Stückchen geradeaus. Da ist er mit der Schwanzflosse. Siehst du ihn noch? Nö. Nicht den, sondern den dahinter. Da war er noch. Habe ich eben gerade noch gesehen. Vorne. Genau. Gleich macht's groß. Hab's und der Drache ist weg. Alter, das Vieh ist riesengroß, ne? Ja. Gerade noch deine Schwanzflosse gesehen, jetzt ist er auf einmal weg. Ey, der muss doch voll den Speed haben, wenn er am Schwimmen ist, ne? Alter, unter mir ist er jetzt. Ja, der ist schon. Also, er hat doppelte Länge von meinem Drachen. Dreifache Länge von meinem Drachen. Ja, der kann deinen Drachen noch groß Hubs machen, oder?
kommt er gleich rausgesprungen, so ganz groß wie bei Free Willy, so. Ich würde halt verdammt gern das andere Vieh tämmen. Ich weiß, wie hieß das nochmal, dieser Langhals, der mit den Platzenrüstungen? Titanosaurus. Der bleibt aber nur 24 Stunden und danach kommt er deine Base kaputt. Ist der genauso wie der Gigantosaurus oder was? Naja. Ja, den Titano, den kann ich serverseitig aber einstellen in den Kontext, dass der nicht nach 24 Stunden despawnt. Ja. Im Endeffekt despawnt er ja nur nach 24 Stunden, weil du den nicht füttern kannst. Wie sowas frisst der? Wenn du das serverseitig einstellt, dann kannst du den füttern und dann haut er nach 24 Stunden auch nicht ab. Was frisst denn der eigentlich? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht genau. Sieht aus wie ein Langhals, sprich Pflanzen. Bäume. Ja, es ist auf jeden Fall. Vielleicht ist da auch kleine Wibbern. Ich könnte mir jetzt nochmal tryen. Der hier hat ein paar Level mehr. Geh da mal hin. So, Kinders, ich bin dann für heute mal weg. Wir hören uns dann morgen, wo? Jo, auf klar. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß und ja. Jo, dir noch einen angenehmen Abend. Dankeschön. Nee. Und viel Spaß. Morgen. Jo, danke euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. That rhythm.